Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Schwester. Wie ihr wisst, ist der Bruder Abu Adam Hussein Lau momentan im Gefängnis. Und er hat 5 Söhne, die noch minderjährig sind. Und natürlich ist das eine sehr, sehr schwierige Situation für ihn. Aber auf der anderen Seite glauben wir, dass jede Schwierigkeit eine Erleichterung bringt und dass im Endeffekt er dadurch inshallah stärker wird. Im März wird ja Schauder das Urteil ausgesprochen werden. Und man hat ihm hier eine, da bin ich fest von überzeugt, eine Falle gestellt. Man hat einen Zeugen mehr oder weniger gekauft, der Lügen erzählt hat. Und wir würden das nicht sagen, wenn wir nicht davon, oder ich würde das nicht sagen, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass das so ist, weil er hat mir immer alles anvertraut und hätte er irgendwie etwas damit zu tun, hätte er mir das auch anvertraut, dass er da irgendwas gemacht hat gegen die Gesetze. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, wenn Leute Dreck am Stecken haben, ja, dann sollen sie nicht so tun, als hätten sie keinen Dreck am Stecken, sondern einfach nur den Mund halten. Denn ansonsten sehen wir Muslime nachher aus wie Lügner. Ja. Das geht in die Richtung von einigen Leuten, die jedes Mal, wenn irgendwas passiert, sagen, aua, warum ist uns was passiert, warum ist denn bei uns, warum immer gegen uns? Wenn man wirklich Dreck am Stecken hat, dann muss man auch dazu stehen, dann darf man keinen auf unschuldig machen, sondern nur einfach den Mund zumachen und das war's. Okay? Und nicht in Islam durch den Dreck ziehen, indem man sich als unschuldig darstellt und gar nicht unschuldig ist, das ist nämlich eine Lüge. So. Aber auf jeden Fall, was den Bruder Abu Adam angeht, Hussein, Lau, bitte Bruder, Schwestern, macht viel Dua für ihn, denn das sind die letzten Monate oder die letzten Tage, wo wir Dua für ihn machen können, und das ist das Einzige, wie wir ihm helfen können. Es ist keine Heldentat, im Gerichtssaal zu sitzen, so wie einige Leute es gerne darstellen wollen. Ist nicht viel bei, der ist auch keinem groß durchgeholfen. Ist schön, wenn man das macht für Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn man damit jemandem ermuntern möchte, kein Problem, man soll sich ja nicht als Held darstellen. Aber die wichtigste Sache ist die Dua, denn die Dua ist die Waffe des Mu'mins, die Waffe des Gläubigen. Und Allah sagt im Koran, Sura 2, Vers 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Wenn die deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. وَجِيبُ دَعْوَةَ دَعْيَ ذَدَعَانِ. Ich höre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Deswegen macht Dua für ihn, macht Dua für seine Frau und macht Dua für seine 5 Söhne. Denn eins weiß ich ganz genau. Das, was für den Bruder Hussein, also Abu Adam Sven Lau, am schwierigsten ist, ist die Sorge um seine Kinder. Weil er jemand ist, der sehr, sehr an seinen Söhnen hängt und immer versucht, ihnen die beste Erziehung zu ermöglichen. Deswegen ist er auch damals nach Ägypten gegangen. Deswegen versucht er immer, das Beste zu tun. Deswegen macht Dua für ihn, für seine Kinder und für seine Frau. Möge Allah sie alle festigen. Möge Allah sie alle zu guten Muslimen machen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dem Bruder Sven Lau das Beste geben, im Diesseits und im Jenseits, ihn vor der Hölle Strafe bewahren, und die Ungerechten, die ihn bekämpft haben, möge er sie recht leiten oder noch im Diesseits vernichten. Und möge Allah seine Kinder zu rechtschaffenen Muslimen machen. Und möge Allah seine Frau standhaft machen und stärken. Und möge den Bruder Abu Adam stärker aus dem Gefängnis rauskommen lassen, als er drin ist. Und möge er die Haftstrafe so schnell wie möge die Haftstrafe mir fällt es gerade nicht, fehlen gerade die richtigen Worte. Möge er ihm die Haftstrafe erleichtern und die Haftstrafe verkürzen. Jazakum Allah khairan an die Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Verteilt dieses Video, verbreitet dieses Video, denn umso mehr Muslime für ihn Dua machen, umso besser. Jazakum Allah khairan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allah.